So, vierter Teil der Impulsreihe heute vom Strand aus Marokko. Und das Thema heute ist Körpersprache. Warum ist Körpersprache wichtig für unsere mentale Stärke? Ganz einfach. Körper, Körperhaltung und eben die Psyche, ja, die beeinflussen sich gegenseitig. Das ist eine Wechselwirkung, die immer wieder stattfindet. Deswegen müssen wir schauen, dass wir in einer guten Körperhaltung, in einer positiven Körperhaltung unseren Tag beginnen, unseren Tag gestalten. Und hier ein kleines Experiment, probiert es tatsächlich mal aus. So, und zwar macht euch mal klein, die Schultern eingefallen, Mundwinkel nach unten, trauriges Gesicht, den Kopf ein bisschen hängen lassen und sagt euch jetzt mal, ich fühle mich so stark. Sagt es mal laut, zwei, dreimal vor euch her, probiert es euch wirklich stark und gut zu fühlen. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich so toll heute. Klappt's? Wir wollen das Experiment natürlich auch umdrehen. Umdrehen heißt, ihr macht euch groß, Brust raus, Schultern zurückgezogen und ein leichtes Grinsen auf den Lippen. So, und jetzt sagt ihr euch, ich fühle mich heute so schlecht. Ich fühle mich so schwach, ich fühle mich so schlecht. Klappt's? Schwer. Und ihr seht, deswegen ist die Körpersprache extrem wichtig für unsere mentale Einstellung, für unsere mentale Stärke eben auch. Und daran kann man immer wieder arbeiten, sollte man arbeiten. Und deswegen, euer Impuls für den Tag, achtet auf eure Körpersprache. Liebe Grüße, euer Sebastian.